Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Undecember. Ich musste jetzt gerade erstmal gucken, ob die Aufnahme läuft, ob das Mikro an ist. Und weil ich kann aus irgendwelchen Gründen das Spiel nicht über die Shortcut-Tasten die Aufnahme starten. Ich muss immer aus dem Spiel raus. Liegt wahrscheinlich an der ganz speziellen Anti-Cheat-Software, die dieses Spiel hier hat. Keine Ahnung. Ist halt so. Es gibt manchmal Dinge, mit denen muss man sich einfach arrangieren. Ja, wir sind immer noch hier in der Höhle. Ich hab auch nicht schnell einen Schluck gefunden. Und jetzt, machen wir uns weiter auf dem Weg zu Level 150. Warte mal. Ach übrigens, wenn ihr zufällig bei Sandy Moonlight Zuschauer seid, dann schreibt ihr mal in die Kommentare, dass ihr öfters mit mir Grounded spielen wollt. Das ist immer voll lange geraten. Wäre echt nett. Danke sehr. Sind wir hier durch, ne? So, dann gehen wir erstmal wieder zum Außenposten. Quest abgeben, Taschen leer machen, all der gute Stuff. Lily, ja, tut mir leid mit deinem Bruder. Runehunter, my brothers. This is brothers. No, no, this can't be. Tut mir leid. Sorry. It's probably just someone who has the same name as him. There's no way my brother could have died. Tomorrow is my brother's birthday. It's a day that we've all been waiting for. Runehunter, please tell me it isn't so. Lie to me if you have to. It's not my brother, right? Right? Oh. Du Arme. Tut mir leid. Runehunter, is there something wrong? What? Ilaf is in trouble? He's been the main trader to our Aphros guard for a long time, providing supplies at low costs. For something like that to happen to Ilaf, how could God be so heartless? Why is it always the innocent people that carry the burden of... Since we were able to quickly deal with the predator desert punks with your help, I'll be able to send a rescue worker right away. Das ist gut. Brandfall. Ja, gib mir das. So, jetzt noch mit dem... Puffluff da hinten reden. Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Poshi. Irgendwas mit P wusste ich doch. Sandbug? You mean those bugs that always accompany the Titan creature Durka? Nee, ich mein Sandkäfer. I think you should just avoid getting involved in this issue any further. It'll only make matters worse for us. Oh klar. We'll search for Paxo at the Cave of Echoes, near the poisoned oasis. I already sent out a scout to the location. So feel free to join in. Ich dachte, die soll mich aushalten. Was ist das? Okay. Drücke Z im Hauptmenü. Okay. Nicht so schnell hier, Leute.
Ab Stufe 10 kannst du dir auf jeder Stufe ein Sternbild-Eigenschaftspunkt verdienen. Im Besitz 5. Okay. Wähle einen Stern. Oh Gottes Willen. Warum soll ich den jetzt zurücksetzen? Ich will das nicht. So, jetzt nochmal. Schaden nach Angriff plus 5%. Der hat gesagt, starte beim Mond, ne? Richtig? Glaub schon. Cool, denke ich. Punkte. Hier machen wir jetzt dann nochmal ein paar drauf, weil eben hat mir schon Stärke gefehlt. 40. Wir haben auch 50. Ja, da geht es, glaube ich, ja nur um, für mich jetzt um Rüstung zu tragen. Ich glaube, ich hau den Rest hier erstmal rein. Anwenden. Hier kann ich jetzt erst reinschicken, nachdem ich 5 Punkte in das andere gesteckt habe. Na, ich musste hier 5 reinstecken, damit ich hier weitergehen kann. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Stänke. So, jetzt machen wir erstmal wieder den Müll weg. Kroko will do best. Kroko, ja. Weg. Weg, weg, weg. Weg. Oh nein, den nicht. Weiß ich auch nicht. Das können wir jetzt zerlegen. Dann gucken wir einmal ins Inventar. Ausweicher. Achso. Die hatten so eine viel höhere Ausweichrate. Wo die niedrig sind von der Stufe, komisch. Ist auf jeden Fall besser. Okay. You might get lucky. Ja, ich bin sowas von lucky. Das glaubt man kaum. So. Lager. Dann würde ich sagen, erstmal das hier wieder alles weg. Das nehmen wir auch weg.
ich da noch eine Kiste eigentlich? Ja, sehr schön. Jetzt nochmal hier hin. So, wir haben jetzt hier den Brandpfeil. Den würde ich doch... Nee, da hat er rot. Shit. Warte. Entfernen. Das ist der Standardangriff. Mach den mal dahin. Dahin. Ich guck mal, ob das klappt. Ach nee, ich glaube nicht. Also, dahin. Ja, da haut auch nicht hin. Mano. Den grünen natürlich nur an einen. Könnte ich aber auch damit machen. Warum geht das nicht? Ach, schade, dass ich jetzt habe ich die alle an der roten, aber ich krieg keine zwei an die grüne. Ja, ich würde es erstmal so lassen. Dann können wir auch noch die beiden Dinger zerlegen. Kroko will do best. Brauche ich nicht. Dankeschön. So, wie funktioniert das denn hier überhaupt? Ah.
Stufe 8, magische Rüstung. Ja. Wie befürchtet, hat sich nicht gelohnt. Egal. Trust Koroko. Tschüss. Wie registrieren? Nein, zerlegen. Da werde ich mich auch nochmal ganz stark mit beschäftigen müssen. Was hier was ist und wie funktioniert und. Puh. Okay, haben wir jetzt hier alles erledigt. Dann erstmal hier wieder auf die Leuchtedinger gucken. Erfolg, Kampf. Haben wir drei von den Dingern. Oh, hier kriegen wir ganz viel. Noch drei. Da noch 1500. Da noch 1000. Und nochmal drei. Und nochmal drei. Und nochmal fünf. Yeah! Okay, Aufstieg. Nochmal 1500 und nochmal 1500. Ja, 134.000, ne? Nicht schlecht. Keine Ahnung, ob man das jemals brauchen wird. Keine Zeit. Achso, da muss ich. Trank verwenden. Okay, ich hab schon 10 Tränke genommen. Davon 9 Mal aus Versehen. Sehr gut, sehr gut. Was ist hier? Weltkarte, ja, gut. Nein. Truhe. Was sind das? Achso. Dann wählst und erhältst du ein Status-Elixier. Was ist denn ein Status-Elixier? Wirkungsdauer, ja toll. Steigert den Schaden, erhöht das Angriffstempo, Bewegungstempo, Chaosresistenz, Ausweichrate. Ich weiß nicht, welchen ich dann. Wir nehmen mal maximale. Ach, ich kann 10 Stück. Wir nehmen jetzt die, ist egal, denke ich. Was ist das? Ausfalltruhe. Ich nehme mal, wir brauchen grün, ne? Ach ne, Gift, Resistenz, Blitz, Kuh, Kälte und Feuer. Ja, jetzt weiß ich nicht. Puh. Blitz. Berühre den Bildschirm. Wie oft ich hier meinen Monitor antatsche, ne? Schon unglaublich. Nein, jetzt kann ich die nicht mal da rein tun. Nein. Warum kann ich denn die Blitze dingswurst Kugel nicht lagern? Was aber nicht schön. Na gut, weiter geht's. Irgendwie habe ich jetzt überall Ausrufezeichen. Gott. Vergiftete Oase. Gelbes Ödland, alte Ruinen. Wo sind die? Weiß ich nicht. Ach da. Da oben habe ich nur kurz. Warum ist da nur ein Ausrufezeichen? Oh nein, ich habe meine Dinger nicht belegt. Ich vergesse. Hilfe. Oh. Schuss kommt wieder dahin. Flächenschuss hatte ich auf E und noch den Brandpfeil auf W.
Haben wir alles? Denke. Zack. Jetzt können wir wieder Attacke machen. Alles in der Ecke. Meine Herren. Und da. Achso, ich muss einmal ganz da rum. Ach, das ist so ein Gold. Ach Gott. Gold. Oh Mann. So ein Blutgoblin, oder? Wie komme ich da hin? Der ist wichtig. Blutgoblin, ich komme. Auf den Schritt. Okay, wir nehmen die Treppe. Ready.
Ja, was an Diablo immer so schön war, waren auch so Set-Gegenstände und auch auf niedrigem Level mal so ja, epische Gegenstände. Hat eigentlich so jeder Gegner. War irgendwie so eine Chance, was Tolles zu kriegen. Das fehlt mir ja noch so ein bisschen. Aber da muss ich doch gar nicht rein. Hä? Ich muss nach da oben. Oh, ich hab Rücken. Ich hab Rücken. Are you a rune hunter? What? Who knew I'd meet a fellow rune hunter in such a barren location? It's nice to meet you. Seeing as how you're passing through here, I'm assuming you're heading to Bellatus. Rumors circulating amongst the rune hunters say there are lots of runes and essences buried there. Do you think it's true? That's not all. Something even more powerful than runes exists somewhere in Bellatus. You know what? There is a chest near the oasis that a traitor seems to have lost. Don't worry, I got my share already. But comrade, I hope to see you once again in Bellatus. Wenn der Runenjäger ist, kann ich dem nicht seine Runen klauen? Get it! Okay. Flammenpfeile. Sieht aus wie bei den Schwefelbecken von Thornmecker.
Was ist er denn jetzt verändert? Okay. Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Wie ich den getötet habe.
Kirche hier? Simmons Wald oder was? Hat er gerade die zweite Staffel angefangen? Hat das noch jemand gesehen? Die erste Folge? Leider viel zu gut. Ich weiß, immer so, aber gerade als es interessant wurde, war sie zu Ende. Wer ist das? Was machen die, ne? Ist der Fahnen. You have no idea how happy I am to see you. What am I doing here? Well, this scout from Mallow Front came and asked me to accompany him here because he was so scared. I felt sorry for him since these parts are indeed quite rough. That's why I accompanied him, only to get stuck here as well. What should we do? We need your help. You're our only hope. Jo, was halt's? Rune Hunter, the Demps almost got me. Investigation? No way! It's a miracle that I'm even alive! Please talk with Captain Poshi if we make it back. I understand the urgency, but I'm nothing more than a guard. Rune Hunter, please don't leave me here! Help me! Please! Ja, gehen die jetzt mit mir oder wie läuft das? Machen, die sind dann einfach in der Stadt, ne? Dann rennen wir mal eben zum Wegpunkt. Da ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie man diese Schriftrollen benutzt. Tatsching. Boschi. What? You turned back when Paxo was in front of you because of the scout? Oh, you're a competent hunter, but don't you think you're being a bit too kind in this situation? Nein. This is an urgent matter. I hope you didn't forget that. Look for Paxo at the Cave of Echoes near the poisoned oasis. Pfeilhagel. König der Dims. Ach, je, 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 je. Steht bei 100%. Danke. Ah, nach da oben.
jetzt hier wieder so ein Boss, oder? Hurry up! Hurry up, fool! Don't touch me, you idiot! Here he comes! The Chief of Paxo! Get a grip on yourselves! We will no longer allow the humans to take advantage of us! The wastelands is ours! All dims will have to remember this. We don't need a dim who can't even manage his own domain. I have decided to make an example of you. Execute him! Serves him right for flaunting. Wieso erinnert mich der Häuptling jetzt an den Anführer der Orks bei... War es der zweite Teil vom Hobbit? Irgendwann will ich sterben, weil ich nie auf mein Leben achte.
wieder so ein kleines Spinnchen, die sich bemühen. Da drüben ist wieder so ein Goldgoblin. Nehmen wir einfach mal raus. Sein, dass sie automatisch Halt hängen? Da hinten der Brief. Wollen wir mal gucken. Ja. Wo soll der jetzt sein? Da. Habe ich eine Identifikationsrolle? Boah, ich glaube, der ist ziemlich gut, ne? Also im Vergleich zu dem, was ich bisher habe. Durchsetzung. Cool. Lernen wir trotzdem mal. Sind viel zu hübsch dafür. Ja, den Rest. Oh, die Stiefel. Das ist wieder Barriere und kein. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, ausreichend ist nicht viel. Wir haben auf jeden Fall zwar ein gelbes Item bekommen. Das ist ja schon mal richtig cool. Was meinst du? Wir beenden hier mal die Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut. Ich strecke mich mal eben kurz. Ciao.